Willkommen zurück, Leute, zum Super Mario Maker. Heute mit der 100 Mario Herausforderung auf der Schwierigkeitsstufe Normal in der... Wer hätte das gedacht? Glaubt ihr mir jetzt nicht, wenn ich das sage, aber in der No Skip Challenge. Ne, doch. Krass. Und wir schauen uns mal an, was da so für Level auf uns warten. Ob es der geile Scheiß wird oder dann doch eher so... Oh, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich muss zugeben, ich hatte vorhin... Da hatte ich mir so... Mario Maker, Alter, machst du das jetzt? Ja, komm. Machst du? Pipe Escape. Das klingt doch schon mal richtig gut. Das haben schon drei Leute gespielt. Somit sollte das ein Level sein, das spielbar ist. Das wäre super. Und ich nicht nachher voll surprised bin, dass hier überhaupt nichts geht. Da unten könnte man rein, eventuell. Lassen wir mal. Merken wir uns mal, ja? Merken wir uns und nutzen wir, glaube ich, auch. Ha. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, sollte aber trotzdem kein Problem sein, oder? Und jetzt fallen wir durchs Ziel? Nein, noch nicht. Leute, ganz ehrlich, schneidet nicht die Dinger so dämlich ab. Wie sieht das denn aus? Bitte, ich traue mich nicht loszurennen. Nicht, dass er doch gleich irgendwie... Das ist ja, ne? Es ist, oder ist die Zeit ist auch nicht knapp oder so. Er ist wahrscheinlich... Achso, er ist da. I see. Ich würde aber ganz gerne hier mal... Oh. Ich meine, solange es die Roten sind, ist es... Alter. Ist das alles kein Problem? Das ist schon eher ein Problem. Ein... Okay, durchaus merkwürdiges Level. Ich erwarte halt auch immer den Insta-Kill. Das ist halt auch so das Ding, ne? Man wartet im Grunde nur drauf, dass es gleich passiert. Okay, hier kann man kurz fliegen. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Das ist alles okay, gut. Und jetzt komme ich durchs Ziel, oder? Jetzt komme ich jetzt hier. Ja, geil. War kein Knaller, aber ja. Ich kriege immer wieder Kommentare, wo die Leute nicht verstehen, wonach ich hier die Levels bewerte. Es geht mir nicht darum, ob ich das sofort schaffe oder... Also, es geht mir nicht darum, ob die Level zu schwer oder zu leicht sind. In so Sachen wie, ist das ein gutes Level? Das verstehen einige nicht. Das ist einigen völlig... weiß ich auch nicht. Aber, naja, ich bewerte halt auch ein bisschen so die Optik und wie sich das Ding spielen lässt. Und es gibt halt durchaus schwere Sachen, die Spaß machen. Es gibt aber auch durchaus schwere Sachen, die gar keinen Spaß machen. Das ist so das Ding. Und ich sage es immer wieder, schwierige Level zu machen, die gleichzeitig noch Spaß machen, das ist die Königsdisziplin. Scheiße. Ja. Blind Jumps, ne? Sozusagen. Machen Spaß. Machen Spaß, total. Das ist die Königsdisziplin. Donkey Kong Country Returns ist für mich da immer wieder das super beste Beispiel. Oder Super Meat Boy. Das sind Spiele, die sind schwer, machen aber unfassbar Spaß dabei. Und auch wenn man das Level zum 15. Mal dann versucht, in Donkey Kong oder in Super Meat Boy, hat man nie das Gefühl... Achso, okay. Hat man zumindest nicht das Gefühl, dass das unfair ist oder dass das Spiel die ganze Zeit schuld ist, dass du es verkackst. Und man ist immer wieder motiviert, es neu anzugehen. Und das ist halt wichtig. Das ist halt wichtig. Ah, komm dann mal wieder raus. Ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Ich nehme das zurück. Brauch dich nicht. Viele haben das eigentlich schon gespielt. 20 Leute, so viele. Aha. Okay. Ich hätte jetzt beinahe sogar geschätzt, dass das eher ein schwierigeres Level war, aber nein. Ja. Ich meine, das habe ich auch schon oft angesprochen. Aber das sind so die Maßstäbe. Wenn das halt funktioniert, dass ich in einem Level mir denke, ey, es macht trotzdem Spaß, obwohl es bockschwer ist, dann ist es natürlich ein gutes Level. Wenn ein Easy-Peasy-Level einfach nur ein gerader Strich ist, wo ich durchgehe, mit drei Goombas, dann ist das halt nicht gut, ne? Aber wenn das ein leichtes Level ist, man kommt locker durch, ist es aber schön gestaltet und so, dann ist das doch das Schönste, was es auf der Welt gibt, oder? Gutes Beispiel für
nicht so geil. So, den lassen wir mal kurz vor uns aufräumen. Ich habe mir fast gedacht, dass hier ein Block ist. Guck mal, so viele... Oh, Leute. So viele schöne Geräusche und Effekte. Der hat sich richtig viel Mühe gegeben. Muss man ja auch mal lobend erwähnen. Oh Gott. Ah, der ständige Ach, please. Ach, please. Und jetzt kommt nochmal richtiger Effektalarm am Ende, ne? Bam, 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 bam. Alles drauf. Ja. Ungefähr so. Das habe ich mir gewünscht. Das passt doch wunderbar zum Abschluss dieses Levels. Es geht mir mittlerweile so auf den Senkel. Es tut mir leid, aber es macht mich sauer. Es macht mich nur noch sauer. Das ist halt auch gar nicht mehr. Oh. Nee. Nein, warum? Aber man weiß ja auch nie, wann diese Level entstanden sind, die man da gerade spielt, ne? Das kann ja auch durchaus sein, dass ich hier gerade Release-Level spiele. Okay, ich bin surprised. Ich war surprised. Ich war ein wenig überrascht. Wie viele haben das schon gespielt? Ich bin Beta-Tester. Geil. Geil. Beta-Tester für ein sauschweres Level, oder? Super. Okay, wir müssen erstmal schnell sein hier, um zu beginnen. Alter Ficker, ich sehe es doch schon. Ich sehe es doch schon, worauf das hinausläuft. Ich will hier nicht der Beta-Tester sein. Oh, guckt euch das an. Muss ich unten lang oder muss ich oben lang? Okay, auf jeden Fall. Ja, ich muss unten, ich muss auch hier rein. Ich muss auch hier rein, da macht Sinn, dass ich unten lang gehe. Gib mir mal was Gutes jetzt hier, Kumpel. LOL. Da hat er mich fast verarscht. Ey. Das ist auf jeden Fall ein Level, wo derjenige sich denkt, hey, das wird auf schwer landen, oder? Bilde ich mir das ein, oder? Oder ist es so? Oh, please, Anneliese. Okay. Okay, aber ich akzeptiere diese Herausforderung. Natürlich, muss ich ja. Hab ja keine Wahl, so wirklich. Auch wenn das immer halt echt ein bisschen... Das ist scheiße, wenn sowas passiert, ne? Das sind halt gerade die Gründe, warum man das Spiel nicht auf schwer spielt. Weil dann so ein Bullshit halt dabei rumkommen kann. Oh, und dann passiert es halt. Aber die Beta-Tests müssen gemacht werden, ne? Das bedeutet aber auch, mit ziemlich großer Sicherheit, dass... Oh Gott, ich bin dumm. Ja, ich weiß halt nicht, wann die runterkommen. Gerade ein bisschen ängstlich. Die Beta-Tests müssen natürlich gemacht werden. Und... Was wollte ich dir jetzt sagen? Ah, ja, genau. Das bedeutet ziemlich sicher, dass dieses Level nicht neu, nicht alt ist. Wir haben es hier mit einem völlig neuem Level zu tun. So ziemlich. Was aber eigentlich auch gar nicht mal, also bis jetzt durchaus machbar. Alter. Okay, Arschloch-Move. Ruf hoch 10. Komme ich hier nicht mehr raus, wirklich? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Was ein Wichs... Alter. Oh. Arschloch. Richtiges Arschloch. Also... Ja, fuck. Nicht rechtzeitig abgesprungen, da wollte ich schnell vor den Trampolin flüchten und dann war alles kaputt. Oh. Ich weiß ja nicht, ne? Aber ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber reden, dass das nicht geil war. Wow, das erste Mal da gestorben. Das erste Mal, ich meine, die sieht man ja am Anfang. Das ist ja noch human. Solange ich sowas sehe, alles gut. Aber allein der Anfang schon, ne? Das ist so... Das ist so assi. So richtig scheiße assi. Wobei ich gerade überlege, ob man da vielleicht in die Röhre kann. Und dann instant im Ziel ist vielleicht. Wenn ich die Trampoline da wegmachen würde. Wäre das vielleicht so? Man weiß es nicht, ne? Okay, man kann da direkt los. Das ist gut.
Ich warte da ja bisher habe ich da ja jedes Mal gewartet. Ist halt ganz schön zu wissen, dass man es nicht muss. Aber so haben wir wenigstens auch mal in der im Normalbereich so ein Level, wo man sagen kann, okay, wenn er das schafft, war das auch schon eine kleine Challenge. Hatten wir ja die anderen Male halt überhaupt nicht, könnte man sagen. Da war dann vielleicht mal ein Level, das im Ansatz ein minimales bisschen schwierig war. Und da finde ich es eigentlich ganz nett, dass wir jetzt mal... Ja, finde ich das nett? Ich weiß es noch nicht. Bin mir da unschlüssig. So. Sagen, jetzt aber please, ne? Ne, mach ich nicht. Kollege, gehst da jetzt mal bitte durch. Oh, leck mich doch. Leck mich doch fett! Ja, wenn du das nicht weißt, kannst du... Scheiße. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du nichts machen, oder? Also, das spiele jetzt nicht nur ich. Ich habe mir schon gedacht, dass da hinten irgendwas passieren wird. Ja. Da bin ich durchaus von ausgegangen, aber... Ja. Ich frage mich auch jetzt gerade, wie ich es machen soll. Schaffe ich das mit einem Ducken und da durchrutschen? Weil von oben Gefahr, die Gefahr von oben bleibt ja bestehen. Das ändert sich ja nicht. Ups. Das ändert sich ja kein Stück. Deswegen sollte ich da ja vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren und nicht direkt losstürmen. Also, oder vielleicht doch durchstürmen. Das kann halt auch im Endeffekt die Lösung sein, ne? Oh, schwierig. Schwierig, schwierig. Kommt das eigentlich jetzt schon an die Stelle? Bin da unschlüssig, was jetzt kommt. Aber ich glaube, ja, ne? Ja. Ja, es kommt jetzt. Okay, hier. Arschloch-Move. Oder soll ich da wirklich runter? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Blöder Wichser. So ein richtiger Wichser. Es ist so ein richtiges Arschloch. Da denkst du, okay, vielleicht dadurch mit einem Item kommst du so zum Erbrechen. Ein Arsch. Ey. Oh Gott. Das ist übrigens... ja. Ist das jetzt eines dieser Level, die schwer sind? Und scheiße? Ich würde sogar gar nicht mal sagen, dieses Level ist schwer. Es ist nämlich nicht sonderlich schwer. Aber es ist eines dieser Level, die du halt nicht einfach so schaffen kannst im First Try. Weil es nicht hinhaut. Weil du gewisse Dinge nicht weißt. Und das, liebe Freunde, macht definitiv auch ein schlechtes Level aus. Jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, aber dann kann man das eben nicht First Tryen. Ist doch egal, deswegen ist es doch kein schlechtes Level. Doch. Doch. Es ist auch kein gutes Level, da können wir doch nicht erzählen, dass es ein gutes Level ist, wenn es so Stellen gibt, wo du einfach stirbst, weil du nicht weißt, was da gleich kommt. Dem Spieler muss immer die Chance gegeben werden, zu reagieren. Reagieren zu können auf das, was kommt, ohne zu wissen, was da kommt. Es gibt kein fucking Spiel oder gutes Spiel, wo man sagen würde, Alter, da musst du vorher auswendig lernen, sonst hast du keine Chance. Geiles Spiel. Nee, das gibt es nicht. Ist halt Fakt. Aber da gibt es dieses eine, guck mal, aber das da, da musst du es auch auswendig lernen vorher. In Meat Boy, ha, in Meat Boy vielleicht auch ein bisschen. Weil ich da auch sagen würde, in Meat Boy kann man in der Regel auch reagieren. Sollte zumindest so sein. Oder für mich ist es einfach so. Für mich sollte ein Level so sein, dass man auf die Sachen reagieren können muss. Und nicht, ja, auswendig lernen. Vor allem, was soll diese Stelle eigentlich? Was soll diese Stelle eigentlich? Die ist einfach nur so richtig, macht dich irgendwann sauer, wenn du es immer wieder spielen musst. So. Trotz seinem Arschloch-Move. Okay. Alter, eine Feuerblume. Ich glaube es nicht. Komme ich denn zu dieser Ehre?
Jetzt kam ich wahrscheinlich hier drei... Lol. Eine führt zum Anfang, ne? Eine führt zum Anfang, 100 pro. Aber es ist nicht diese. Es ist nicht diese. Das ist gut. Vielleicht hätte auch keine zum Anfang geführt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst gehabt. Junge, Junge. Ist, glaube ich, das dritte Level erst, oder? Scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Okay, man muss hier groß ankommen. Aber dann hat man es auch geschafft. Aber zwingend... Zwingend muss man groß sein am Ende. Soll mir egal sein. Soll mir egal sein. Das Level ist geschafft. Ich hab's hinter mich gebracht. Du bekommst keinen Stern dafür. Bekommst auch kein Lob. Nee. So, das fünfte Level machen wir noch. 1-1. Das klingt doch nach einem Deal. Das klingt doch nach einem Deal, nachdem was gerade eben passiert ist. Und wir sehen, 10 Leute haben es gespielt. Oh. Das war der Deal, wirklich. Ach ja. Das ist die Lösung all deiner Probleme, Wollo. Oh man. Oh man. Wundervoll. Damit haben wir aber auch dieses Level geschafft und... Verabschieden uns für heute aus dem 100 Mario Level Part und. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.